krass, diese Frisur ist wirklich schnell gemacht. Mich hat überrascht, wie einfach es ging. Und ich bin ready to party. Du bist auf einer schicken Hochzeit eingeladen. Du willst am Wochenende endlich wieder wild Party machen. Oder suchst einfach nach Inspiration für eine passende Alltagsfrisur. Egal ob glatt, lang, lockig oder bunt. Wir zeigen dir, wie du mit deinen Haaren eine echte Trendfrisur zaubern kannst. Und somit jedes Outfit aufpeppst und für jedes Event gewappnet bist. Ich bin Julia. Ich bin Alexandra. Ich bin Kiana. Mein Markenzeichen sind auf jeden Fall meine sehr, sehr hellen Haare. An meinen Haaren liebe ich besonders momentan natürlich die schöne Farbe. Früher war ich kein so großer Fan von meinen Locken, aber mittlerweile habe ich sie sehr lieben gelernt. Meine Inspiration für meine Frisuren hole ich mir am meisten von Social Media. Tatsächlich auf der Straße. Die Inspiration für meine Frisuren hole ich mir meistens aus meinen Outfits. Ich schaue einfach, was am besten zu dem Schnitt der Kleidung passt. Ich zeige dir jetzt, wie du dich auf eine schicke Sommerhochzeit vorbereitest. Ich habe mir dieses sommerliche pinke Kleid rausgesucht, weil die Farbe einfach zu einer schicken Gartenhochzeit passt, man ein kleiner Eyecatcher ist, aber trotzdem die Braut nicht in den Schatten stellt. Das Highlight meines Outfits sind meine Riemchen-Sandaletten. Die sind luftig leicht, aber trotzdem elegant und sie harmonieren natürlich perfekt zu meinem Kleid. Das ist mein finales Outfit. Eine roséfarbene Klatsch rundet das Ganze ab. Und um natürlich auch die Details nicht zu vergessen, habe ich mich noch für ein Armband entschieden und für wunderschöne Ohrringe. Jetzt fehlt nur noch die passende Frisur zu dem Outfit. Wir machen einen tiefen Dutt und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Diese Frisur eignet sich für mittellange bis lange Haare am besten. Ein Tipp, den ich dir vor dem Styling für die Frisur geben kann, ist, dass du sie vielleicht nicht direkt vorher wäschst. Für die Frisur braucht man gar nicht viel. Man benötigt nur 4 Haargummis, ein paar Haarklammern und vielleicht ein bisschen Haarspray. Was wir jetzt als erstes machen, ist, dass wir uns die Haare hier am oberen Part einmal abtrennen. Dann machen wir uns den ersten kleinen Zopf. So, jetzt kommt der tricky Part. Wir teilen einmal den Zopf, den wir gerade gemacht haben. Wir klappen einmal den Zopf durch die Lücke und ziehen es stramm. Und das wiederhole ich jetzt einfach 3-mal. Als nächstes benötigen wir einen Zopfgummi, um uns einen ganz einfachen Pferdeschwanz zu machen. Damit das Ganze nämlich auch den ganzen Abend überhält und uns die Haare nicht ins Gesicht fliegen, nehmen dann einen Kamm oder eine Bürste und fangen einmal an, unseren Pferdeschwanz zu toupieren, dass wir da ein bisschen mehr Volumen reinbekommen. Jetzt kommt der spannende Teil. Brauchen wir noch einmal einen Zopfgummi zum Befestigen und fangen an, unsere Haare einmal um den Pferdeschwanz drumherum zu drehen. So, damit das Ganze grob hält, weil wir jetzt nämlich einmal mit den Nadeln das Ganze festmachen. Das heißt, wenn jetzt noch Strähnen rausgucken und wenn ihr denkt, oh, das sieht aber noch gar nicht gut aus, macht das überhaupt nichts. Und jetzt nur noch Haarspray drauf und dann kann die Feier starten. Diese Frisur ist einfach super schick, elegant und echt einfach selbst zu machen. Der tiefe Dutt harmoniert perfekt mit dem eleganten Kleid und auch die Details am Hinterkopf werden perfekt von den Riemchen-Sandaletten wieder aufgegriffen. Und genau deshalb ist das das perfekte Outfit für die Hochzeit. Wenn du einen richtig, richtig coolen Frisurtrend ausprobieren möchtest, dann ist hier mein Tipp für dich, gib nicht zu schnell auf. Es klappt nie beim ersten Mal und Übung macht hier wirklich den Meister. Ich zeige dir jetzt das perfekte Styling für eine wilde Party. Ich habe mich für dieses Outfit entschieden. Ein schwarzes Top mit Fransen, dazu einen passenden Rock und als It-Piece diese Leo-Jacke. Bei den Accessoires habe ich auf Gold gesetzt, egal ob beim Schmuck oder bei den Details der Tasche. Und um das ganze Outfit abzurunden, habe ich ein bisschen Glanz und Glamour eingebracht und mich für Sandalen mit Absatz entschieden. Der schimmernde Metallic-Effekt ist total angesagt und einfach das i-Tüpfelchen zum Outfit. Jetzt fehlt nur noch die passende Frisur und ich zeige dir gleich, wie wir ganz easy Beach Waves machen. Für Beach Waves braucht ihr nur 3 Sachen, nämlich einmal das Glätteisen, dann eine Bürste und eine Spange zum Abklemmen der Haare, die ihr gerade nicht frisiert. Die Frisur eignet sich am besten für so mittellanges Haar, aber auch so ein Long Bob
oder kürzere Haare sehen super cool damit aus. Für das Styling solltet ihr eure Haare so vorbereiten, dass ihr einen Tag vorher sie wascht, damit sie nicht so ganz weich sind und einfach runterfallen. Am Anfang bürste ich einfach meine Haare durch. So, ich teile meine Haare erstmal in zwei Hälften auf, dass wir erstmal die eine Seite stylen können und dann die andere. Das Glätteisen habe ich jetzt auf 180 Grad gemacht. Da könnt ihr einfach schauen, wie viel ihr braucht, je nachdem, wie dick eure Haare sind. Und fange hier direkt mit der ersten Strähne an. Ihr setzt hier das Glätteisen an, ganz nah am Kopf, so nah es geht. Und jetzt kommt der eigentliche Trick, nämlich drehen wir das einmal. Und jetzt ziehen wir die Strähne runter und es entsteht eine Welle. So, das macht ihr dann auch mit eurem restlichen Haar. Es ist gar nicht schlimm, dass ich unterschiedliche Wellen habe, denn am Ende werde ich alles nochmal ausshaken und es wird eine wilde Frisur. Für den Extra-Halt würde ich ein bisschen Haarspray reinmachen, damit ihr auch die ganze Nacht damit tanzen könnt. Wie stylst du dich für die nächste Party? Schreib's in die Kommentare. Bei mir passen Outfit, Schuhe und die Frisur so gut zusammen, weil sie einfach das Wild Nightlife widerspiegeln. Hier mit dem Leo, dann die glänzenden Schuhe und meine welligen Haare. Einfach perfekt. Ich zeige dir mein Alltagsoutfit heute und wie ich mit Hilfe einer interessanten Frisur einen richtigen Hingucker daraus machen werde. Ich habe mich heute für ein sehr schlichtes Outfit entschieden. Ich trage ein schwarzes Oberteil mit einer weißen Hose und dazu eine passende große Tasche. Zu meinem Outfit habe ich mich für schwarze Lederpantoletten entschieden. Die dicke Sohle machen sie super bequem und die goldenen Nieten machen sie zu einem echten Hingucker und passen perfekt zu meinem Schmuck. Jetzt fehlt nur noch die passende Frisur und die zeige ich euch jetzt. Ich habe mich für eine französische Cordel-Frisur entschieden. Das ist eine Frisur, die halb hochgesteckt, halb offen ist. Ich finde das ganz lässig, weil es ist ein bisschen was anderes zum Flechten, geht aber deutlich einfacher. Die Frisur eignet sich am besten für mittellanges Haar. Ob lockig oder glatt, ist ganz egal. Als Vorbereitung für die Frisur würde ich dir frisch gewaschene Haare und Schaumfestiger empfehlen. Um die Frisur zu stylen, brauchst du zwei Haargummis und je nach Dicke der Haare Bobbypins oder eine große Haarklammer. Ich nehme mir zunächst hier erstmal meine vorderste Strähne und nehme mir Haare von oben und unten dazu und fange eigentlich einfach nur an zu kurbeln. Nehme mir dann dafür ein kleines Haargummi und binde mir die Haare damit erstmal weg. Und mache dasselbe auf der anderen Seite. Ich verbinde jetzt die zwei Strähnen hinten am Kopf mit der Klammer und schon ist die Frisur fertig. Mich hat überrascht, wie einfach es ging, die Frisur so zu stylen, obwohl sie so aufwendig aussieht. Mein Outfit und meine Frisur passen sehr gut zusammen, weil sie beide sehr schlicht, aber trotzdem schick sind. Besonders durch die Schuhe kommt das nochmal zum Vorschein. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Styling. Ich fühle mich super wohl und ich fühle mich wie ich. Und ich finde, es ist ein perfekter Look, um mit seinen Freundinnen essen zu gehen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Styling, weil ich finde, es ist einfach ein super Gesamtpaket. Es hat auch einfach Spaß gemacht, mich insgesamt zu stylen. Und ich bin ready to party!